Hallo und willkommen zurück. Ja, mal wieder kurz vor einer Entscheidungsschlacht. Wir machen ganz kurz Pause. Ihr seht, jetzt gleich startet die Schlacht. Ja, und was ihr noch seht, wir haben uns schon vorbereitet, beziehungsweise wir werden jetzt ganz aktiv Sachen vorbereiten. Wir werden ganz viele Menschen, ganz viele Teams gerade mal da hochschicken. Hier oben rein, genau. Also auf den Verbandsplatz. Das hat ein bisschen zur Folge, dass wir schnell die Verwundeten vom Schlachtfeld kratzen können. Hier werden wir mal direkt austauschen. Und zwar alle, die ein bisschen angeschlagen sind hier. Vor allen Dingen in der OP-Station. Können sie sich nämlich ausruhen. Bei den Engineers, ja, ihr seht das auch, habe ich es gewagt, quasi noch eine Forschung zu starten. So ist das hier. Wir gehen so ein bisschen für Erholung. Können einfach mal alle wegnehmen. Genau, was haben wir denn am wenigsten? Vielleicht warten wir einfach da ab und reagieren da drauf. Also ihr seht, wir haben... Warte mal, wir können natürlich alle wegnehmen. Dann können wir gucken, wer am fittesten ist. Er ist am fittesten, er ist am zweitfittesten, drittfittesten und viertfittesten. So. Die Truppe forscht 3,5 Stunden. Das sollte reichen. Irgendwie ist das ganz schön laut hier. Naja. Wir haben noch ein paar angehalten. Wir haben noch ein paar Momentchen mal eben. So, cool. Jetzt wird es da oben auch blau. Sehr gut. Also, ne, die Schlacht hier ist auch in Ordnung. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Ein Tag noch. 23. um 6 Uhr. Heute ist 22. Nein, der 22. ist gleich vorbei. Wir sind gut aufgestellt. Wir sind gut aufgestellt. Wir können. Artillery fire! Oh no. Ja. Wir machen das weg, ihr wisst schon. Das haben wir uns wirklich oft genug angeguckt. Das ist auch nichts Schönes. Das ist wirklich nichts Schönes. Jetzt geht es darum, Moral steigen. Genau, Moral steigt. Jetzt geht es darum, wirklich ordentlich Krach zu machen. Also überall volle Fahrt voraus, sag ich da mal. Sir, I regret to inform you that Eleanor Halford. Oh nein, sie hat Selbstmord begangen? She left a note and committed suicide. She didn't want to live without her beauty and with scars. Oh, krass. Was für eine Irre. Naja, gut, okay. Also, das war die VIP. Die haben wir letztes Mal extra vorgezogen. Das ist natürlich krass, ne? Sowas sollte man vielleicht auch nicht machen, wenn da so ein VIP so eine Zicken macht. Ja, dann sollten wir uns das vielleicht auch einfach mal klemmen. So, Vorteil sehe ich gerade, wir haben gleich die Forschung durch. Hier sparen wir da ein bisschen. Wir können mal ganz kurz gucken, wie ist denn das hier oben? 21 Leute in den Schützengräben. Die 6 Teams sind schon da dran. Die hier sind völlig erschöpft. Alles klar, dann machen wir mal Pause. Die Krankenschwestern sind alle noch fitti fitti. Und die Forschung ist vorbei. Das heißt, wir könnten tatsächlich mal gucken, ob wir nicht noch irgendwas Kleines erforschen können. Reha-Zentrum 25% steigen. Da haben wir nicht die Schlüssel für. Feldlazarett, Zustandsverschlechterung. Krankenschwester, Krankenschwester, Krankenschwester. Ermöglicht ein 3-Schicht-System mit 8-Stunden-Schicht. Auch nicht schlecht. Bei der Produktion haben wir jetzt hier unten tatsächlich alles. Das heißt, wir könnten da nochmal einen Laster losschicken. Hier haben wir jetzt wirklich nur noch wenig anderes. 330, 130. Warte mal, wie viel haben wir hier? 4? Ja, da kommen wir nicht so richtig hin. Verringert die Auswirkungen von halbierten Rationen. Erhöht Auswirkungen von halbierten Rationen. Verringert die Menge der, die durch halbierte Rationen verbraucht wird. Das können wir beides nicht gebrauchen, oder? Verringert die Auswirkungen von halbierten Rationen. Hier haben wir 8. Für 200. So, wir machen das mal. Ja, eigentlich sollte ich hier irgendwas bauen, aber ey. Jetzt haben wir noch 3. Ich glaube, da können wir nichts mehr forschen, oder?
Für 3 kriegen wir wirklich gar nichts. 4. Für 4 kriegen wir noch was. Okay. Dann müssen wir noch irgendwen heilen. Irgendwen müssen wir dann noch heilen. Patient is cured. No? No, no patient is not cured. Oh, die halten sich alle gerade ein bisschen zurück. Von wegen Patient is cured und so. Jetzt aber, sagst du? 4. Pause. Dann machen wir das, was wir vorhatten. Wo war das? Produktion, ne? Hier. Bitteschön. Und dann dürft ihr auch nochmal forschen. Ist einfach so, weil jetzt gerade die Auswirkungen des ganzen Theaters noch nicht so einsehbar sind. 6 haben wir da gerade. Ja, geht ihr ruhig schon mal da rein und geht ihr euch schon mal ausruhen, würde ich sagen. Die bleiben mal fit. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Hier, bitteschön. Ja, im Grunde genommen haben wir das jetzt. Es zieht sich alles ein bisschen was hin. 19, was ist denn das? Ach, die fahren da jetzt mit dem Auto runter, ne? Na, 19 sind noch da oben drin. Kürzere Genesung finde ich gut. Uiuiui, arbeitet deutlich effizienter, nehmen wir. Ach so, Tausch? Nee. Steigt langsam durch die Arbeit im Feld derzeit. Ja, komm. Haben wir da noch einen dazu bekommen? Jawohl, der ist sogar sehr ernst. Ist aber kein Problem, wir können den direkt heilen. Also ich habe das Gefühl, die Auswirkungen dieser Anschläge sind gar nicht mehr so drastisch. Klar, da kommen eine ganze Menge Patienten rein. Aber läuft irgendwie, ne? Läuft auch irgendwie. Und die Zahlungsanweisungen geben uns natürlich ordentlich Energy, um nochmal Sachen zu bestellen. Ne? So. Bitte schön hier, da das. Die Krankenschwestern sind noch fit. Und hier haben wir jetzt, wie ihr sehen könnt, natürlich noch ausreichend Zeugs. Die sind alle erholt. Wir haben aber auch noch Zeugs. Wir haben auch nicht mehr so viele Schraubenschlüssel. Deswegen lassen wir die jetzt erstmal. Den können wir nochmal gucken. Wir haben ja jetzt auch einen LKW gehabt. Ne? Lass das stornieren. Weiß gar nicht, was das hier ist. Laster kehrt zurück. Okay, und hier hinten war noch einer. Ja, den kann ich nicht anwählen hier. Das ist sehr tricky gemacht. Warte mal. So vielleicht. Mann, 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 Mann. Laster kehrt auch zurück. Okay. Also 3 Laster. Alle sind irgendwie wahrscheinlich zugewandt, zugewiesen. Wie auch immer. So, bitteschön. Gut ausgeruht. Es läuft. Es läuft gut. Moral steigt, operiert schneller, wird langsamer müde, finde ich gut. Ich weiß gar nicht, was man da aussuchen kann, da sagt man nur verstanden. Da ist auch noch eine Dame. Ne. Lass mal. Sanitäterteams, sie sind erschöpft, einer von ihnen geht dort rein. Wir brauchen jetzt auch erstmal die Leute, hier war ja nichts mehr. Geringeres Risiko, dass die Wunde nicht schließt. Längere Genesung brauchen wir eigentlich nicht. Von der Genesung her können wir die jetzt alle... Ja, läuft. Also, dann haben wir jetzt, dann haben wir jetzt gleich... Entschuldigt bitte, ich habe irgendein Körnerbrötchen gegessen. Jetzt habe ich einen Kratzen im Hals. Also, von der Genesung her... Quatsch. Von der Zeit her haben wir in 22 Stunden... Seht ihr hier rechts, das zweite Kapitel abgeschlossen. Dann kommt das dritte Kapitel. Ich bin sehr gespannt, was das eigentlich genau bedeutet. Das wird sicherlich sehr spannend werden. So,
So, bitteschön. Hauen Sie rein. Wir bestellen jetzt mal Ressourcenordern. Und zwar hier von ganzer Menge. 25 finde ich schon mal gut. Ja, und den Rest stellen wir her, würde ich sagen. Den Rest stellen wir mit den Ingenieuren wieder her. Machen wir mal überall zwei rein. Und beim Alkohol brauchen wir es gerade nicht, bei den Nahrungsmitteln auch nicht. Dann gehen wir mal für die hier. Hier ist eine erschöpft. Ich glaube, die beiden können auch mal schlafen gehen. Keine Vorliebe, keine Vorliebe. Keine Vorliebe, können wir so lassen. Ja, können wir so lassen. Die erholen sich gerade. Ja, so ist das. Ja, weniger Kosten, das ist gut. Und wird nicht mehr in den Dienst zurückkehren. So ist das. Das ist bedauerlich, aber ist vielleicht auch sein Glück. Ne? Kommt er als Kriegsveteran nach Hause? Ist er vielleicht traumatisiert? Könnte sein. Aber hat überlebt. Ja. Da muss man einfach gut abwägen. Ich glaube, wenn ich da jetzt so mitgemacht hätte, also im Krieg dabei gewesen wäre, bei dem, was die da erlebt haben, ich sag mal, da wird man ja irre. Das geht ja gar nicht anders, als dass man irre wird. Ne? Und ich glaube, deswegen alleine schon können die eigentlich froh sein, wenn sie nach Hause geschickt wurden. Was auch immer sie dann da erlebt haben, aber naja. Ach, schwierige Sache. Krieg. Krieg endet immer gleich. Das ist ein berühmtes Spielezitat. Der eine oder andere kennt das vielleicht. So, in den Schützengräben. Verwundet 5. Verwundet 4. Oh ja, okay, okay, okay. Tödlich. Den müssen wir jetzt sofort dran nehmen. Stabil. Noch eine Stunde und noch eine Stunde. Und hier machen wir auch noch ein paar hin. Dann darfst du dich ausruhen. Du darfst dich hier nach auch ausruhen. Und du darfst auch mal 6 Stunden arbeiten. Und du auch. So. Du bist ausgeruht. Und ihr macht euch da mal auf den Weg. Uff. 84. Also. Da geht schon was, ne? Da rappelt es im Karton. Die sind jetzt alle erschöpft. Der ist auch erschöpft. Der ist auch erschöpft. Wir können jetzt hier ein bisschen locker sehen, weil da sind nämlich nur noch 2 da oben. Und die könnten eigentlich ins Auto gepackt werden. Lasst mal ganz kurz was gucken. Ich habe euch ja davon erzählt. Ah ja, wir haben das hier schon ausgefüllt. Also ich hatte euch ja davon erzählt, dass wir hier, wenn wir das Lager ausbauen, kriegen wir das gleich komplett gefüllt. Das ist natürlich schon auch nice, ne? Ding, ding. Ah ja. Ein Freund fragt, was ich mache. Das ist ja schön. Das ist Hardcore hier. Und hier haben wir auch fast alles. Hoppala. Verbessert den Verbandsplatz. Was haben wir denn hier noch? Feldlazarett. Schichtsystem. Ne, dann gehen wir hier nochmal für die Produktion und nehmen das hier hinten mit. Oh, wir haben alle in die Apotheke eingeteilt. Irk, das ist natürlich... Uiuiui. Dann geben wir ein paar von den Pflasterleuten weg. So, 3 Stunden ist okay, glaube ich. Das ist okay. Gut, machen wir mal weiter. Und hier wird einer befördert. Oh, gemein. Ist etwas müde. Beschleunigt die OPs, finde ich gut. Hier nochmal reingucken. Auffüllen, 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 auffüllen. Auffüllen. Und apropos auffüllen, machen wir gerade kurz Pause. Muss mal eben meinem Freund antworten, sonst ist das wieder ein bisschen doof. Wartet mal, noch 20 Minuten aufnehmen. So. Ah, dann weiß der Bescheid. So.
dass er mir jetzt nicht so auf den Keks gehen kann gerade. Genau, ein paar Patienten zu sortieren. Hier, ja, du zum Beispiel. Und drei Leute sind noch nicht zugewiesen. Du vielleicht hier so. Und noch einen, dann kannst du dich hier ausruhen und du kommst hier hinten dran. Dann kannst du dich da ausruhen. Das ist natürlich ein voller Plan. Hatten wir lange nicht mehr, muss man ja auch so sagen. Ne? So, weiter geht's. Hier, schwere Entscheidung. Elektromagnet zur Entfernung des Splitters einsetzen. Kürzere Operation, finde ich gut. Kürzere Genesung, kann nicht mehr in den Dienst zurückkehren. Ich suche auch immer die gleichen aus, muss ich gestehen. Hoppala. Ja, lassen wir mal eben so. Bedauerlich, bedauerlich. Hier werden wir nochmal ganz kurz aushelfen. Die müssen sich nämlich schon wieder, ihr seht das. Bei diesen ganzen werden wir jetzt einfach nochmal hier vier reinsetzen. So, Moral steigt. Genesung ist kürzer, hervorragend. Da gucken wir nochmal bei der Genesung rein. Es geht mitunter ganz schön schnell zu, das weiß ich auch. Aber wir haben ja auch eine Menge zu tun hier gerade. Die Moral ist over the top. Ist richtig gut. Der wird nicht wieder in den Dienst zurückkehren. Das ist gut, da brauchen wir nicht so viel entscheiden. Kürzere OP-Zeit nehmen wir mit. So, Ingenieure. Wir müssen noch mal ein bisschen für die Fläschle gehen. Machen wir es mal so. Ja. Wobei es ein bisschen schwierig ist, ne? Wir haben nicht mehr so viel, wobei in 2 Stunden kommt der nächste Zug. Könnte sich halt genau ausgehen. Müssen wir mal gucken. So, die setzen wir alle mal hier rein und dann setzen wir einen hier rein und der geht auch noch da rein und der geht auch noch dahin. So. Dann können sie auch alle mal ausruhen. Finde ich gut. Wir gucken mal ganz kurz auf the Map. Sieht gut aus. Geringere Kosten, finde ich gut. Und Patienten gibt es hier eine ganze Menge. Ja, das ist natürlich bedauerlich. Ja, was soll ich da sagen? Ich meine, die sind stabil, aber da müssen wir irgendwie mit klarkommen. Machen wir es mal so. Ja. Vor allem halt die Menge der Fläschle. Ne? Die Menge der Fläschle ist entscheidend. Sind wieder ein paar Leute crank. Ich glaube hier. Der da ist auch erschöpft, aber nur noch 5 Minuten. Dann ist das sowieso erledigt. So, was haben wir hier? Ist eine erschöpft, kein Problem. Warte mal, da haben wir nicht... Keiner hat die Vorliebe im Reha-Zentrum zu arbeiten. Ändern wir das mal hier. Ja, gut, gut. Machen wir hier einen rein. Ja, passt. Schön. 12 Stunden noch. Ein Angriff noch. Das ist natürlich fast, würde ich sagen, ein bisschen bedauerlich. Aber gut. Da können wir doch mal noch schnell was erforschen. Ich muss selber ein bisschen lachen, weil... Ah gut, aber wir können ja zumindest das Achievement hier machen. So, warte mal, Kantine. Erhöht Auswirkungen von halbierten Rationen auf die... verringert die Menge der Essen, die durch halbierte Rationen verbraucht wird, um 25%. Ja, das ist gut. Verringert Auswirkungen von halbierten auf Portionen. Das klingt viel besser. Nehmen wir das mal. Und dann machen wir das mal eben hier. So. 5,5 Stunden. Ach, ihr könnt das ruhig auch zu allen machen. Dann sind es nur 3 Stunden. Er hier ist erschöpft, das ist schon mal gut, schon mal raussortiert. Hier läuft alles gut. Schön. Kürzere Genesung, geringeres Risiko, längere Genesung. Ja, machen wir mal, behalten wir mal, weil vielleicht, vielleicht brauchen wir noch ein paar Zahlungsscheine. Eieiei. Das ist natürlich nice hier. Vielleicht sollten wir noch mal eine zweite Schwester... Vielleicht sollten wir noch mal eine zweite Schwester. Jetzt machen wir mal eben eine zweite Schwester hier in das Reha-Dings stecken. Die
haben gerade alle keine Vorlieben, aber dann sind die ein bisschen hier, Effektivität 87%, da geht vielleicht ein bisschen was. Und bei den können wir nochmal gucken, okay. Gut, wollen wir mal weiter im Text. Ich gebe mir wirklich Mühe, so schnell es geht irgendwie zu spielen. Ich will das Let's Play auch nicht so ewig lange in die Länge ziehen, aber ihr seht ja auch, es gibt einfach auch ordentlich was zu tun hier. Kommen mitunter gar nicht so weit, ne? So, OP-Station, Krankenschwester, erschöpft, erschöpft. So. Ja, theoretisch können wir noch eine mit rausnehmen. Hier, den setzen wir da mal noch mit ein. Und die sind ja in einer Stunde auch schon wieder fertig. Können noch mal gucken. Patienten haben wir alle zusortiert. Läuft. Läuft, 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 läuft. So. Ja. Gut, wir haben jetzt nicht mehr so viele Sachen da am Start. Lass uns nochmal gucken. Habe ich nicht gerade eine Forschung angestoßen? Habe ich hier das Achievement dafür bekommen? Ach, da kommt's. Errichte alle Produktionsverbesserungen. Okay. Gut, dann nehmen wir die jetzt noch dazu. Die müssen wir auch noch machen. Also wir machen einfach alle. Das heißt, im Kapitel 3 haben wir nichts zu erforschen. Gar nichts zu erforschen. Was jetzt auch okay ist für mich. Dann sparen wir uns die Ingenieure und müssen mal gucken, was wir dann damit machen stattdessen. Krass, wir haben auch unfassbar viele Zahlungsdinger hier, ne? Aber da frage ich mich gerade, kriegen wir die oder sind die nachher vielleicht auch einfach weg? Oh, wartet mal. Ich muss sowieso mal überlegen gerade, ob ich noch was bestelle oder nicht. Wir könnten noch ein bisschen was bestellen, aber nicht so viel, weil... Ja, Gründe und so. Wir kriegen das ja aufgefüllt, ne? Deswegen mache ich da jetzt gerade nicht so viel. Aber so ein bisschen was können wir machen für... Das nächste Ding sie hier. Wing, Charakterstufe, Ingenieur. Errichtet Gebäude schneller. So, komm, weiter im Text. Wir haben keine Zeit. So, weniger Dings nehmen hier. Sehr gut. Apotheke ächzt. Warum? So wird dann Schuh draus. 7 Stunden. Ein Angriff. Ich glaube, das werden wir fast nicht mehr hinkriegen in dieser Folge. Ich bin ein bisschen pessimistisch da an der Stelle. Immerhin können sich erstmal alle... Moment, wir haben 2 neue Patienten. Und ich wollte gerade sagen, erstmal können sich hier alle ausruhen. Puh, ordentlich. Ordentlich. Ziemlich gut. So, die machen wir noch ein bisschen weiter. Pass auf, du gehst auch mal noch mit da hoch. Bei den Krankenschwestern können wir jetzt mal eine sogar abziehen. Bei den Sanitätsteams ziehen wir 2 sogar ab. Ach komm, wir ziehen sogar 3 ab. Es sind nur noch 2 Leute hier. Das ist gar nicht so schlecht. Die ziehen wir mal ab, weil die sich eh gleich erholen müssen. Weil wir gehen jetzt wieder schon auf den nächsten Kampf dazu, ne? Ist natürlich dann hier weniger Flash, ne? Weiß gar nicht, ob wir die Flaschen ja sogar kriegen, anstatt dass wir sie ausgeben. Ist ein bisschen komisch, aber gut. So, jetzt kriegen wir wieder einen... Achso, das war nur unser Zug, okay. Spannend. 15 Tote noch, dann kriegen wir ein Achievement. Ich will es nur mal gesagt haben, ja? Ich will es nur mal gesagt haben. Ich habe vom Wechsel von Kapitel 1 auf 2 habe ich es nicht ganz verstanden, weil da stand, ich bin menschlich effizient, aber ich habe das Achievement dafür nicht bekommen. Das ist ein bisschen gemein, finde ich.
Das war wirklich ein bisschen gemein. Aber naja. Put the gas masks on! Ja, die Gasmasken! Nein! Ich mache weiter, ihr wisst das schon. Ihr kennt das ja alles schon. So, kurze Pause. Wir haben vergessen, die umzusortieren hier. Das war natürlich ein dummes Versehen. Richtig dumm. Habt ihr alle keine Vorlieben? Wo sind denn hier? Ah ja. Wo sind denn hier die Damen und Herren mit den Vorlieben? So. Hier warten wir mal ab. Da warten wir auch mal ab. Ja, machen wir mal. Go for it. Letzter Angriff. Letzte Welle. 23. August, 6 Uhr. Die Deutschen konzentrieren sich auf einen anderen Teil der Front. In den nächsten Tagen sind keine deutschen Angriffe mehr zu erwarten. Wir haben wieder einmal überlebt. Oh, wow. Menschlich effizient. Nice. Aufgenommene Zivilisten 18. Krass. Ja, wir hätten noch mehr aufnehmen können. Gerettete Patienten 372. Nächstes Kapitel. Ach, ist das geil. Doch geschafft tatsächlich. Juhu. Ich bin gespannt. The plague that hit the hospital did not strip us only of the lives of our friends and comrades in arms, but also took part of our spirit. Despite this, we have to fight. Although the darkness surrounds us from every possible side, but perhaps we are the dust that will meet the morning light someday. Bedauerlich. Sir, a dispatch from HQ. Ja, Nachricht, schauen Sie durch. German counteroffensive is planned on our part of the front line. HQ's orders are to hold. Eine deutsche Gegenoffensive ist an unserer Teil einer Front geplant. Die Befehle des Akkus lauten Stellung halten und verhindern. Bekommen wir Verstärkung? No, sir. Nö. HQ has decided to make a push on the other parts of the front, north from here, in an effort to break the German defense line. Schwierig. I understand. I understand. Sir? HQ asks if we can send any reinforcements for the attacking forces. Ob wir ihnen Verstärkungstruppen schicken können. Reinforcements? Ernsthaft? We can barely hold the line now. Wir können unsere eigene Linie kaum halten. Attack, HQ should send reinforcements to us. Gott, stell dir mal vor, du musst das sprechen. I agree, Lieutenant Colonel. But sadly, we will have to make do with what we have. Krass. If HQ sees a chance of ending this war with that offensive, we should hold our part of the front line as long as they need. Maybe this bloody war will end soon. Das Akku zieht Truppen für eine große Gegenoffensive zusammen. Unsere Befehle lauten, die deutschen Angriffe bis dahin allein standzuhalten und Verstärkung zu schicken, wenn wir können. Wir müssen überleben. Sir, may I inform you that I left a personal recommendation note? Ja, okay. Das ist jetzt, glaube ich, nicht der richtige Moment. Uff, meine Damen und Herren, wir haben keine Verstärkung zu bieten. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt müssen wir mal rapido hier 23 Leute heilen. Alter Falter. Okay, alles ist voll. Also richtig voll. What the heck? Wir machen einen Cliffhanger an der Stelle. Kapitel 3 sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch 14 Tage überleben. Das ist ja easy. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.